Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, warum auch immer bei der Sturmherrin immer das Ding eingeschlagen ist. So, das hat mal ordentlich Erfahrung gegeben. 20.000. Gut, dann geht's jetzt als nächstes in den Orden, dass wir den Kelch zurückgeben. Das Halsband besteht... Das Halsband besteht aus schweren Scheiben, die durch einen Draht miteinander verbunden sind. Die größte Scheibe besteht aus Silber und weist eine Einlegearbeit auf, die das Chaos repräsentiert. Ja, Talos ist halt nicht der netteste Gott. Ich weiß gerade... Zu euren Diensten. Fürstin Irlada, oh meine zauberhafte Fürstin Irlada. Was? Garrick, nicht wahr? Was kann ich für euch tun, Garrick? Ich bin gekommen, um euch die Liebe eines Dichters und Künstlers zu gestehen. Nehmt meine zerbrechliche Liebe, meine Holde, und haltet sie in euren Händen wie einen bewundernden Blick. Ich bin hier, um euch die Liebe eines Poeten und Künstlers zu geben. Nehmt meine zerbrechliche Liebe, mein Herzblatt, haltet sie in euren Händen, auf das ein huldigender Blick auf euch ruht. Genau. Oh, ich verstehe. Nun danke, Garrick. Meint ihr das ernst, Ilana? Der Mann ist doch ein Gag. Kommt mit mir, meine Teure, und lasst mich... Aua, verdammt, Insekten, halt ihr da, sagt das nicht. Kommt mit mir, meine Geliebte, und lasst mich raus, ich verdammte Biester, da ihr noch nicht, Hey, ihr habt einen Preis gewonnen, werte Fürstin. Ich verstehe. Entschuldigt mich einen Augenblick. Oh, Mann. Ich warte. Gucken wir mal, was das hier ist. Irgendwie kommt es mir auch sehr bekannt vor. Bade, wollt ihr tatsächlich versuchen, Beweis zu machen, dass ihr euch nicht an uns erinnert? Ihr habt mich für diese böse Hexe Silke gearbeitet, als wir auf euch trafen. Ja, wieder eine aus Baldur's Gate 1. Nein, das klingt nichts. Wer ist Silke? Nun, damals hatte ich nicht gerade viele eigenständige Gedanken über den Kopf, aber offensichtlich hat sich das ja nicht dramatisch verändert. Mein Herz weit stets bei der Fürstin Elana, aber das ist verschlossen, weil ein einfacher Gnome wie ich niemals hoffen kann, eine Schönheit wie sie erobern zu können. Das können wir sicher ändern. Hallo, Leute. Seid gegrüßt, meine Fürstin. Ich bin Fürstin Irlada, Ritter des Ordens des höchststrahlenden Herzens. Zu euren Diensten. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Die Dummheit dieses Kerls Garrick. Glaubt etwa, dass Fürstin Irlada seine List nicht durchschaut? Immer zu euren Diensten. Meine liebe Fürstin Lana lässt meine Knie so weich werden, dass ich fast keinen anderen Gedanken mehr zustande bringe. Ich wollte hier nur ein paar Blümchen pflücken. Ja. Ehrlich? Hallo, Leute. Ah, Sir Kedor, wie geht es euch? Da fällt mir ein, ich habe gerade heute Morgen mit Fürstin Maria gesprochen. Ich verstehe. Es geht dir gut? Gut genug, Kedor. Hallo, Leute. Ja. Hallo, Leute. Garrick mag ja ein amüsanter Mann sein, aber er verwagt nur schwierig, mein Herz zu gewinnen. Für einen Baden scheint er ein zögerliches und eigentümliches Verständnis der ritterlichen Miene zu haben. Hallo, Leute! Wenn ich hier einen Mann finden sollte, der so sprechen kann wie Garrick, nur flüssiger und leidenschaftlicher, ich glaube, er könnte mein Herz gewinnen. Hallo, Leute! Ich weiß wohl, wer dieser Gnome ist, der immer hinter Garrick steht. Ich finde ihn irgendwie süß. Dieser dumme Junge Garrick ist kaum in der Lage, Einweisungen zu verwirren. Frage ich mich, ob er überhaupt einen Gedanken im Kopf hat. Ja, mein Herz weit stets bei ihr. Ich wollte ihr nur ein paar Blümchen pflücken, ehrlich. Ja, ich möchte Fürstin Irlada den Hof machen, aber einen hässlichen Gnom würde sie nie akzeptieren. Ihr würdet doch keinem Gnom was tun, oder? Kann ich hier nicht irgendwie was tricksen? Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ich strecke euch die Hand zum Zum Große Kette. Ich habe euch lange nicht mehr gesehen. Wie ist es euch ergangen? Es war ein Kampf auf Pflicht und Ehre, aber die Götter haben es dennoch gut mit mir gemeint, denke ich. Ja, nun gut.
Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja. Was immer ihr wünscht. Seid gegrüßt. Eurem grimmigen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, habt ihr wohl das getan, worüber ich euch gebeten habe. Ist es denn so? Ja, die gefallenen Paradiese zerstört. Da steht euch euer wohlverdienter Lohn zu. Der höchstgradige Tor des strahlenden Herzens übermittelt euch seinen aufrichtigen Dank. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Heilungshandschuhe, besondere Fähigkeit. Der Träger kann immer täglich 10 Trefferpunkte heilen und die Auswirkung jeglichen Gifts neutralisieren. Oh, wie schön. Das ist doch was für dich, Yahira. So. Wieder mal Level up. Habt ihr einen Plan? So. Gegen Tod und alles mögliche. Rettungswürfe. 3 Trefferpunkte. Sagenkunde. ETW. Einverstanden, würde ich sagen. Dumm, dumm. Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Und ja. Damit sind wir auch den Kelch losgeworden. Ich stimme dem eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So, sind sie da draußen immer noch am Schnacken? Natürlich. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo. Hallo, und Leute. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocke. Das Leben ist großartig. Es ist gut fürs Kirando. Er kann gut mit Worten umgehen. Er ist ein guter Freund und ich bin eine schlechte Entschuldigung für einen Baden, seufzt. Hm? Ja? Ja. Okay, denen können wir nicht helfen. Vielleicht helfen sie sich selber, wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen. Vielleicht aber auch nicht. Ah ja. Gehen wir mal im Tempel nachgucken, ob unser Bittsteller schon wieder zurück ist jetzt endlich. Ja, das Hafner-Amulett, das können wir dann auch demnächst mal wegschmeißen. Ja, tatsächlich, es tut sich was. Ich bin euch ewig dankbar. Ihr habt meine Ehe gerettet. Meine Frau war so ergriffen, dass ich ihr Glück über das meine stellte. Sie ist zu mir zurückgekehrt. Wir sind wieder glücklich und das haben wir euch zu verdanken. Vielen Dank. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr könnt kein Gespräch anfangen. Glinden scheint beschäftigt zu sein. So, das heißt, wir können mal bei unserer tollen Morgenritterin nachfragen. Morgenmeister Krell, ist sie nicht da? Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Umarmt die Strahlen der Sonne, ja. Also er ist jetzt schon mal weg. Auch gut. Hier sind nur ein paar Morgenritter unterwegs. Die beiden kennen wir ja. Der Morgenfürst heißt euch willkommen. Ihr habt euch bewährt und ihr erfüllt uns mit Stolz für eure Taten. Die beiden haben nichts Neues zu sagen. Ich warte. Ihr seid mir mehr als willkommen. Ja, normalerweise ist sie eigentlich hier unten beim Schwert. Aber hier ist sie nicht, hier ist nur er und er verkauft nur Zeug. Also er ist der normale Tempel-Heili. Euer Wunsch ist mein. Müssen wir erst rein und wieder raus? Keine große Herausforderung. Nein. Gibt auch keinen neuen Tagebucheintrag. Nö.
Gut, ich würde wirklich mal sagen. Dass ich keine Ahnung habe, was ich als nächstes machen soll. Ja. Wir könnten uns an den Tempelruinen nochmal versuchen. Also den Drachen töten und den Zwerg finden. Und dann in den Umma-Hügeln gucken, ob wir herausfinden, was es mit dem Brief auf sich hat. Mit dem hier. Ihr findet mich in den Umma-Hügeln und könnt euch zu erkennen geben, indem ihr das Buch Die Geschichte der Zentarim kauft. Dadurch weiß ich, wer ihr seid, denn ich kenne nicht euren Namen und sollt ihn auch nicht kennen. Es ist von höchster Wichtigkeit, alles so sicher wie möglich zu gestalten. Deswegen müsst ihr auch meinen geheimen Namen aussprechen, den ihr aus dem Namen eures direkten Herrn ermitteln könnt. Auf diesem Weg kann es keine Verwechslung oder Fehler geben. Unsere Namen gleichen sich in Größe und Maßstab. Der letzte von seinem beginnt so wie der erste von meinem. Der nächste von meinem ist der erste von seinem, allerdings um 4 ganze Schritte zurückgesetzt. Der ganze Rest meines Erstens ist wie der Rest seines Erstens, abgesehen davon, dass der erste von diesen der erste meines Letzten ist. Der erste meines Letzten ist meiner plus 1. Der erste seines Letzten. Der nächste meines Letzten ist der nächste nach dem Letzten seines Ersten. Der Rest meines Letzten ist der dritte und der zweite in seinem Ersten. Ich muss mich für dieses Spielchen entschuldigen. Ja, bla bla bla. Gut, wir sind ausgerüstet für sowas. Ich meine, wir haben den Stab der Todeswolke. Wir haben jede Menge anderes Zeug. Ich würde sagen, versuchen wir es mal, weil Level-Ups hatten wir auch mittlerweile genug. Um den eigentlich schaffen zu können. Wie gesagt, Schutz vor Vergiftung und einer Taunte, die die ganze Zeit in der Giftwolke, das würde schon einiges bringen. Reisen wir aber erstmal in die Umma-Hügel. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Was möchtet ihr? Räuber mal wieder. Für die Gefallenen! Wo immer Licht auch hingeht, macht das Böse einen Schmerz. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Das sollte nicht sein. So, erstmal den weg und dann noch den da weg. So, dann können wir gleich mal wieder hier runterstellen und ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Yoshimo aufsteigen lassen. 20 Fähigkeitspunkte, Trefferpunkte, Sagenkunde um 3 erhöht. Wow. Ja. So, machen wir das mal so. Machen wir mal 5 Punkte in Illusion entdecken, dass er die schneller entdeckt. Und dann machen wir Verstecken und Schleichen mal auf denselben Wert. So. Ich helfe, wo immer ich kann. Sprecht frei heraus. Airy hochheilen. Vita. Mo. So. Was kann ich tun? Vita. Hat Vince nicht auch sogar? Ja, der hat auch sogar einen kleinen Heilzauber. So, das war's schon. Wenn, da sollten wir sie auch mal plündern.